Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Wieder in der VGC und wieder mit einem neuen Team. Diesmal hier mit Azumarill, Skelecrock, Maskagato, Arctilas, dem Feuertauros und Uhafnir. Uhafnir ist erstmal als Ersatz drin, weil normalerweise würde man hier Trikefalo drin spielen, aber ich mag Trikefalo nicht, deswegen ein anderes spezielles Drachen-Pokémon. Man könnte auch statt Uhafnir Katapultra spielen als spezieller Drache. Aber ich habe mich jetzt hier für Uhafnir entschieden, weil das halt auch Rückenwind kann. Das könnte auch in manchen Situationen wichtig sein. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie man das Team spielt. Wird also auf jeden Fall witzig. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Er macht doch bestimmt die Feen-Scheiße. Könnt doch angreifen. 10 Sekunden. Und ein Schutzschild, würde ich sagen. Auf Feuer. Er wollte Kehrtwende machen, okay. Er macht Terra Umbro. Auch auf die Katze. Nee. Aber Robustheit wirkt. So super. Vielleicht ist die Katze jetzt schon tot. Wegen Wandlungskunst, ich weiß. Also einen schlechteren Lied hätte ich ja gar nicht kriegen können, ne? Wechsel auf Tauros mit Arctilas oder was? Ich habe nur noch 10 Sekunden. Drache plus Arctilas. Okay. Steinhagel, I guess. Das Vieh ist halt langsam, ne? Aber ich bin schneller als die, glaube ich. Ich würde Aqua-Durchstoß machen. Ich müsste eigentlich schneller sein und ich würde auch überleben. Probier. Ich will das Vieh weg haben, weil das geterrat ist. Sehr schön. Haha, als ob ich jetzt einen doppelten Rückschrecker bekomme. What the fuck? Auf jeden Fall bin ich langsamer, das ist gut zu wissen. Als ob ich einen Doppelrückschrecker bekomme. Ich habe immer so Pech, ne? Mit Doom Ease, mit Edelmut nie Rückschrecker bekommen und jetzt einfach random 2 auf einmal. Also das ist ja echt. Also das, naja.
Muss man nicht verstehen, wirklich, muss man nicht verstehen. Könnte sein, dass er Rundumschutz hat. Wenn er ihn jetzt drückt. Ich glaube, Crivanzo kann Rundumschutz. Hallo Fabulous! Ich hoffe, du hast gestern ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Wie geht's dir? Ja, bei mir auch, war auch sehr schön, Fabulous. Danke, danke. Hallo Lotzka, dir auch. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast ein schönes Weihnachtsfest mit deiner Familie. Frohe Weihnachten, Zimt. Ich bin weg und zu, ja. Lol. Lol, 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 lol. Wer spielt das? Weiß ich, wer das spielt. Der spielt das. Nicht Rundumschutz. Ob das Steinhagel nicht trifft. Oder nicht flincht. Oh, tot. Kannst du ja voll vergessen. Hast so viel gefressen. Darfst du nicht so viel essen. Ja, witzig, wenn er jetzt wieder zurückschreckt. Er ist sogar schneller als Tauros? Krass, er ist schneller als Tauros? Da muss der geschalt sein. Und ich wünsche, ich hätte Eiskreisel gedrückt, ja. Ich glaube, ich mache einen Tiefschlag, oder? Wasserdüse, I guess. Nee. Schutzschild. Der wird wieder Blumentrick machen auf Azumarill. Also ich Azumarill Terran. Aber er ist Terra Fee. Sehr Vulkan Spotlight. Ja, dann ist doch Tiefschlag auch gut. Ist auch sehr effektiv. Mach Abschlag, okay.
Weil ich hier einfach. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Einfach eine Wasserdüse. Dir auch, Lotzke. Ich kann auch Terran. Er hatte tatsächlich Wahlschal, krass, er. Hatte tatsächlich Wahlschal drauf. Ach, er hat nur noch sehr wohl. Oh. Er hat nur noch sehr wohl. Ich habe gedacht, er hätte noch ein Pokémon. Ich war mir so sicher, dass er noch ein Pokémon hat. Aufgegeben. Krass. Guck mal, mit so ein bisschen Hilfe war Varo direkt gewonnen. Ich glaube, das Team kann richtig krass sein. Das wird bestimmt ein Scheiß-Game. Ich wusste, dass er mit Fiaro und dem liebet. Ich hab's gewusst. Die Orkanschwinger hauen wir erstmal weg. Alter, macht das viel Schaden. Krass, dass er ehrlich auf Azumarill macht. Hat er so viel Schiss vor Azumarill? Er macht keinen Rückenwind? Ist das nicht dumm? Oh. Scheiß Knuddler. Ich weiß nicht, ob Wasserdüse ihn jetzt noch killt. Aber bin ich auch schneller ohne? Gar keine Ahnung, wie viel Init. Ich auf Azumarill hab, bestimmt bin ich langsamer. Aber er müsste eigentlich sterben. Hälfte Schaden müsste immer noch genug sein. Gastrodon, das ist scheiße. Ich hatte ja gesagt, Gastrodon ist das einzige, was schwierig wird für Azumarill. Ich wollte Azumarill nicht mitnehmen. Dass er davon nicht stirbt, ich verstehe hier gar nichts mehr, wirklich. Das hat gar keine Death, das Ding. Das ist eine sehr effektive Attacke und er stirbt nicht. Also ich verstehe hier wirklich gar nichts mehr. Gar nichts. Das ist ja verrückt. Dass er davon nicht gestorben ist. Der hat 170 Def. Das ist ja gar kein Schaden. Das ist ja literally gar kein Schaden gewesen. Er macht jetzt bestimmt Terror auf das Gastrodon, ich sehe es doch schon kommen. Eigentlich, wieso mache ich Tiefschlag? Abschlag hätte voll gereicht, ich bin sowieso schneller. Wieso mache ich Risky Tiefschlag? Das wäre so dumm gewesen.
Das war auch wieder so dumm. Wieso mache ich denn wie eine Wasserattacke? Bin ich hängen geblieben? Ich drücke einfach nochmal. Ah, ich bin auch echt nicht zu gebrauchen, wirklich. Ich bin nicht zu gebrauchen. Aber gar nicht bin ich zu gebrauchen, ja. Ich habe dem einfach einen Doppelspezialangriff gegeben. Alter, bin ich scheiße. Haxorus, Alter, bei dem noch spielen. Du machst halt den auf Terra. Oh, war das ein scheiß Game. Ich hatte zweimal eine Wasserattacke gegeben. Die erste okay, aber die zweite war übel dumm. Ich hoffe nur, geht vom Terra Drache auf irgendwas anderes. Auf irgendwas, wogegen Pflanze gut ist. Wenigstens normales. Finde überhaupt nicht so gut. Ja komm, hätte Katapultra den Knuddler überlebt? Da der Stahl geht, das war scheiße. Blumentrick, der hat doch dieses Überrumpler-Ding. Krass, überlebt. Das ist First Turn, oder? Okay. Aber hat er Tiefschlag? Wenn er jetzt Tiefschlag hat, gewinnt er auch. Aber dann hätte er ihn jetzt gerade schon gedrückt, ne? Jetzt kommt's drauf an. Was hat er noch? Er hat Überrumpler, Erdbeben. Jetzt kommt's echt drauf an. Jetzt kommt's echt drauf an. Ja, guck mal, was hat er? Überrumpler. Geht nicht. Geht nur First Turn. Wusste er nicht. Wie viel zieht Blumentrigger? Wäre jetzt witzig, wenn er nicht überlebt. Wenn er überlebt und er hätte Erdbeben gewonnen. Bitte überlebt ein bisschen. Ach, schade. Das wäre witzig gewesen. Okay, gut. Das war aber auch echt mehr Nasenbluten als alles andere, das Game. Scheiße. Mit 1 KP gewonnen. Mit 1 KP.